Also was hatte ich schon? Ich hatte einen kleinen Rucksack, einfach den erstbesten genommen, nur so ein rotes Rucksäckle, so eine hässliche rote Farbe, nicht? Passt ja gar nicht zum Wald eigentlich. Egal, da habe ich gerade drüber nachgedacht. Kamera mitgenommen, habe mir dann eine Banane, vielleicht noch ein Brötchen, ich weiß gar nicht mehr genau. Banane auf jeden Fall hatte ich mitgenommen. Ja, ganz bewusst, ganz wenig, weil ich will ja survivalen natürlich, ein bisschen so. Und Plan, wohin? Keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass ich geplant hatte, um 4 will ich aufstehen. Habe ich dann leider nicht ganz geschafft. Ich glaube, um 7 irgendwann bin ich dann los oder um 6:30 oder sowas. Ja, und das war total spannend und aufregend für mich. Nicht nur, also so alleine in den Wald zu gehen und ja, nicht das mal, sondern vielmehr auch die Mitfilmerei. Das war eigentlich diese, ja, schon fast Anspannung eigentlich, weil man halt, ja, man hat das so in der Form ja noch nie gemacht. Und die Spannung halt, wenn ich das dann wirklich in YouTube veröffentliche, wie werden da Leute reagieren, wenn sie überhaupt reagieren, guckt sie überhaupt einer an und so weiter. Das war wirklich extremst spannend für mich und ich war echt so aufgeregt. Deswegen habe ich es auch nicht um 4 geschafft, weil ich konnte ewig nicht einschlafen natürlich. Dengel die ganze Zeit, nicht? Wie wird das sein und so weiter. Ganz klasse war das irgendwo nachträglich gesehen. Und ja, und dann bin ich halt doch irgendwann eingepennt und dann habe ich es eben nicht geschafft, um 4 da oder um 3:30 raus zu schlüpfen aus meinem Bettchen. Also auf jeden Fall, ich hatte wirklich so gut wie nichts dabei. Ein kleiner Rucksack, Messerle halt, weiß gar nicht mehr, Banane auf jeden Fall, was zum Trinken halt. Das war es eigentlich. Ne? Also ganz bewusst ganz, ganz wenig mitgenommen, weil ich wollte ja ein richtiges kleines Abenteuer halt so erleben. Ja, dann bin ich da losgefahren mit dem Auto eben. Ich hätte auch mit zu Fuß einfach von der Haustür losgehen können, aber dann hätte ich doch schon, ja, weiß nicht, ein paar Kilometer oder so laufen müssen, bis ich so richtig im Wald bin. Also bin mit dem Auto losgefahren, dann sehe ich so den ersten, ja, Parkplatz in Anführungszeichen oder Parkmöglichkeit, dachte ich, hier ist ein bisschen komisch, da ist alles so steil und so, wo will ich denn da loslaufen? Und dann, ja, bin ich einfach noch mal ein Stück weiter gefahren, bis halt so einigermaßen vernünftige Abstellmöglichkeiten für meinen Pkw war, wo ich gesehen habe, da kann ich jetzt auch relativ gerade halt so ein bisschen in den Wald reinlaufen. Außerdem wollte ich natürlich, wenn möglich, drumherum keine Häuser oder irgendwas haben. Gut, dann bin ich einfach halt, ja, losgelaufen mit meinem Rucksäckle und so und wie gesagt mit meiner Kamera da. Und dann war es ja natürlich noch ganz ruhig im Wald, könnt ihr euch vorstellen, 7 Uhr oder 6:30 war es, keine Ahnung. Und dann, das war ja schon fast so ein bisschen peinlich, wenn man jetzt, die Kamera hat man angemacht und jetzt muss man was schwätzen. Ja, vor allem, was soll ich denn jetzt schwätzen? Hallo Leute, ich bin im Wald und so. Ne? Also das ist ganz komisch beim ersten Mal, wenn man sich so selbst filmt, weil man ja hatte ja so ein komisches Gefühl auch, es könnte ja jemand da sein, der einen hört und sich denkt, was hat denn der für einen Schatten weg oder sowas. Redet da mit sich selber im Wald und so. Ist natürlich Quatsch, nicht? Aber ja, psychologisch halt für sich selber so ein bisschen ungewohnt eben zum einen und ein bisschen seltsam halt in dem Moment. Ja, hab's dann aber einfach gemacht. Ja, bin zuerst mal so einen Waldweg entlang gelaufen. Dann eben irgendwann dachte ich, ja, okay, das ist ja nur spazieren gehen so. Jetzt komm, wah, richtig in den Wald rein, ja, mittendurch und so weiter. Plan brauche ich keinen, wenn ich mich verirre. Ja, super, da verirre ich mich. Prima, noch besser, dann habe ich wenigstens eine Aufgabe, wieder nach Hause zu finden. Ja, Abenteuer, Survival und so. Das war wirklich so. Und dann bin ich da eben querfeldein, mitten durch den Wald und ja, ohne Richtung irgendwie einzuhalten oder irgendwas. Ganz egal, mal schauen, wo es mich hinführt. Und das war auch das allererste Video, wo ich da hochgestellt hatte, eben allein im Wald. Und dann hatte ich ja diese tolle Hütte da gefunden mit Lagerfeuer und so weiter. Also das war so mein Ziel ursprünglich, ne? Dass ich da möglichst einen ganz tollen Grillplatz finde, am besten so ja, einer, wo jetzt keine Familien hinkommen oder so, ein Verlassener eigentlich schon am besten, wo ich dann ganz für mich alleine sein kann immer wieder. Das war so mein Ziel eigentlich, ne? Ja, könnt ihr euch das Video mal anschauen, falls ihr es nicht kennen solltet. Das ist eigentlich wirklich, ich finde es nach wie vor richtig spannend, mit dieser Hütte da, das sowas zu finden. Wahnsinn. Das war ein toller Zufall, wirklich.
Auf jeden Fall, wie ging es dann weiter? Ja, gut, genau. Und dann hatte ich ja das Video, bin nach Hause. Ja, und natürlich jetzt schnell, schnell. Ah, jetzt muss ich es gleich hier schneiden und am besten gleich hochstellen, weil jetzt bin ich schon ganz gespannt, reagieren welche oder nicht. Und wenn, wie, ja, schreiben die hier, was soll denn der Mist? Und oder schreiben die vielleicht was Positives? Hey, war schön der Ausflug oder was weiß ich oder so. Ja, da war natürlich Riesenspannung vorhanden. Ja, gut. Dann wollte ich das Video hochstellen, dann fiel mir ein, ja gut, ich habe ja noch gar keinen YouTube-Namen. Was mache ich jetzt? Ja, Name muss her. Manfred, heiße ich. Ja, ist ja doof. Ja, mir ist echt nichts eingefallen. Aber ihr könnt euch vorstellen, ich war ja schon ganz aufgeregt, das Video war ja fertig. Ich musste nur noch mehr also in YouTube halt mich einloggen und dann das Ding hochspielen. Und ja, und ich hatte keinen Namen. Ja, dann dachte ich mir, okay, was hast du gemacht? Bist doch in den Wald gelaufen. Waldlauf hört sich blöd an, Manfred, Wald gelaufen und dann kam ich halt irgendwann auf den Namen Waldläufer. Ja klar, das kannte man ja auch aus Herr der Ringe und dies und jenes und ja überhaupt so. Ja, Waldläufer, warum eigentlich nicht? Hört sich ja doch geil an. Gut, wollte ich neu anlegen, Waldläufer und dann, wie war das? Ja, war schon vergeben, klar. Und das ist der Lasse mit Waldläufer eben, sorry, das war wirklich keine Absicht, dir da mit dem Namen da gleich zu kommen oder irgendwas. Ich hatte wirklich null Blick damals von der Szenerie her oder keine Ahnung. Mir ist das einfach halt nur so eingefallen und dann war das eben belegt. Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann mache ich halt der Waldläufer oder irgendwas vorne dran halt, damit YouTube den Namen annimmt. Also, wie gesagt, an der Stelle, falls du das Video sehen solltest, das war wirklich eine böse gemeint oder irgendwas. Das war einfach wirklich nur Zufall und Unwissenheit, weil ich die ganze Szenerie noch nicht kannte. So, also, ja, das ging. Der Waldläufer, juhu! Also, habe ich einen YouTube-Namen, geil. Und kann ja immer notfalls noch ändern, ja, wie auch immer. Gut, Video hochgespielt. Ja, jetzt bin ich gespannt dann, was geht ab. Gut, dann war das Video halt irgendwann mal hochgespielt. Und dann gucke ich natürlich nicht. Klar, immer wieder reingeguckt. Hat schon einen angeschaut. Gab schon einen Klick. Oder vielleicht sogar einen Kommentar. Oder vielleicht sogar ein Like. Boah, das wäre ja klasse. Und ja, natürlich hat sie da nicht viel getan. 11 Klicks. Naja, gut. Aber immerhin schon mal 11 Klicks. Also ich werde schon mal irgendwie gefunden anscheinend. Jemand hat es angeschaut, aber kein Kommentar. Wahrscheinlich werden es welche gewesen sein, die halt mal kurz reinklicken. Klick, klick. Und dann wieder gleich rausklicken. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, ich war immer noch sehr gespannt. Dann kam irgendwann ein Kommentar. Ich meine, das war der Schnorres, der mir den allerersten Kommentar gegeben hatte. Später kam dann noch der Carlos, der Karl Heger dazu und so weiter. Und ja, der hat dann geschrieben, ich weiß gar nicht mehr den Text genau, aber so sinngemäß war toll, irgendwas, weiß nicht mehr genau. Und ich so, ja, der Christoph hat geschrieben. Oh, der fand das gut und so weiter. Das gibt's ja gar nicht. Wow, klasse. Wow. Ich war wirklich ja, ganz begeistert in dem Moment. Ne? Klar, da hat sich jemand mein Video angeschaut und fand das auch noch gut. Ja, super. Ja, und so hat es eigentlich angefangen mit der ganzen Geschichte. Und dann natürlich Schritt für Schritt bin ich da, ja, kann man schon fast sagen, so reingerutscht in diese Szenerie quasi. Dann habe ich auch irgendwann das Forum da gefunden und so weiter. Und wow, da gibt es ja Leute, die gleichgesinnt sind, nicht? Mit Natur und Survival und in Deutschland und so weiter. Klasse. Ja, Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Oh ja, trink doch. Und das fand ich natürlich klasse. Und so fing das eigentlich an. Und dann habe ich eigentlich Schritt für Schritt da halt das ein oder andere Video gemacht. Und dann, ja, hatte ich immer mehr Klicks und, oh, ich weiß noch von den Abos her, was, 10 Abos habe ich schon, dann waren es irgendwann 12 und dann waren es 20, 30, 40 und dann, boah, irgendwann waren es sogar 50 Abos. Das war, Wahnsinn war das. 50 Abos, ich war ganz aus dem Häuschen. Das fand ich richtig cool und das hat mich natürlich dann nochmal richtig motiviert, insbesondere, weil natürlich da auch schon tolle Kommentare kamen und so weiter. Ja, ganz am Anfang, da hat auch noch, ja, der Saki sogar mir mal was geschrieben und diese Fagomir, der Daniel da und ja, noch einige andere. Eben, da wusste ich ja schon ein bisschen was, nicht, wer jetzt in der Szene da so unterwegs ist. Also durch die YouTube-Videos meine ich jetzt, ne? Ist klar, findet man ja unweigerlich, wenn man sich da ein bisschen durchstöbert.
Ja, und das finde ich eigentlich ganz klar. Und wie gesagt, auch übers Forum dann und so weiter, fand ich echt richtig, richtig klasse. Ja, wie geht die Geschichte weiter? Früher oder später kam ich dann natürlich auf den Kanal von Benjamin und da hat mir ein Video damals besonders gefallen und da ging es um so eine Trapper-Geschichte, wo er halt dann träumt und sich ja, im Traum dann quasi wieder in Alaska irgendwo findet. Das fand ich sowas von genial und da dachte ich mir, Mensch, ja, Natur und toll gemacht und auch vom Filmtechnischen her fand ich das super, weil das macht mir halt einfach nach wie vor Spaß, überhaupt so Filme zu machen quasi oder ja, mitzufilmen eben entsprechend. Und da dachte ich mir, oh Mensch, den würde ich gern kontaktieren. Ja, komm, egal, schreib's einfach mal an. Und tatsächlich hat er sich dann sogar zurückgemeldet und dann hat man, glaube ich, ja, telefoniert und so weiter und habe ich ihm halt vorgeschlagen, dass ich mit ihm gerne mal einen Film machen würde, weil mir eben sein Video so gut gefallen hat von der Idee her und so weiter. Ja, und tatsächlich war er einverstanden, dann hat man sich eben getroffen, hat da ein paar Dinge durchgesprochen. Dann ging es auch darum, dass er eben ein Treffen veranstaltet eben oder so einen Kurs eben. Da war ich dann auch mit dabei, insgesamt zweimal in so einem Kurs, unabhängig davon, wo ich natürlich nur mit ihm alleine unterwegs war. War auch sehr schön alles. Und ja, genau, und da hatte er, da wo wir uns getroffen hatten, kurz vorher sogar die Möglichkeit gefunden, wo er so eine Hütte dann nutzen darf. Oh, das war natürlich richtig geil, weil das war ja genau mein Ding, so Trapperhütte-mäßig, sag ich mal, ganz klasse. Ne? Ja, und dann eben war ich ja natürlich oft alleine auch unterwegs, klar, das sieht man ja an meinen Videos auch entsprechend, aber manchmal habe ich mir halt auch gewünscht, ja, mal mit dem einen oder anderen einfach mal unterwegs zu sein, einfach mal ein paar Menschen kennenzulernen, also Gleichgesinnte eben entsprechend. Und da kam ich dann irgendwann halt mal auch auf die Idee, da so ein Video zu machen, wo ich ja, sozusagen einen Aufruf gestartet habe, Bushcraft-Treffen bei mir im Schwarzwald eben entsprechend. Also kostenlos natürlich, einfach so, privat natürlich. Und ja, da hat sich eben der ein oder andere tatsächlich gemeldet und das war klasse, konnte so wirklich tolle Leute kennenlernen entsprechend. Ich fand das, also wie gesagt, ich möchte jetzt beides eigentlich nicht vermissen, mal alleine natürlich durch den Wald zu streifen, ist absolut geil, dann auch mal wieder halt zu zweit oder so und oder auch mal zu dritt, je nachdem, und weil man kann sich austauschen, man kann da, ja, jeder erzählt halt seine Geschichte, sage ich mal, was er schon so erlebt hat und ist einfach, ja, ein ganz anderes Feeling halt dann entsprechend, weil man halt miteinander quatschen kann. Ne? Also alles hat so seinen Vorteil, sage ich jetzt mal. Und ja, und dann, wie gesagt, habe ich mich halt mit dem einen oder anderen getroffen und wirklich schöne Zeiten da eben erlebt, ja, wo man eben ja einmal auf der Hütte war oder zum Beispiel, ich habe es ja immer so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, man trifft sich einfach am Grillplatz, am besten in aller Früh schon natürlich, damit man viel Zeit hat. Ihr wisst ja selber immer, wie schnell die Zeit da so rumgeht. Gerade wenn man eben zu zweit unterwegs ist, ne, da redet man halt einfach auch. Und ja, am Lagerfeuer getroffen quasi, zuerst mal Kaffee machen und Frühstück eben entsprechend. Und ja, kann man einfach sich mal kurz ein bisschen kennenlernen und dann kann man eben da zusammen durch die Wälder streifen. Und da hatte ich auch schon angefangen dann, damit angefangen gehabt, mein erstes Camp da zu bauen, eben entsprechend. Das war ja nicht weit von der Feuerstelle auch. Da konnte man das zuerst mal besuchen und dann halt, ja, je nach Lust und Laune, da eben Bushcraften gehen, sage ich jetzt einfach mal. Einfach draußen sein und Spaß haben eben. Und ja, wie ging es dann weiter? Dann war auch übers Forum zum Beispiel mal, gab es Bushcraft-Treffen. Da war ich natürlich beim einen oder anderen auch dabei. Oh ja, da fällt mir, gerade eins ein. Das war so, dass ich dachte, wo ich da hinkam zu dem Treffen, dass die Leute untereinander sich schon alle kannten. So dachte ich eben. Das heißt, übers Forum, dass die halt schon ein paar Mal da zusammen, ja, so ein Treffen hatten oder wie auch immer. Das war dann aber gar nicht so. Aber ich dachte halt, und das war halt ein bisschen so, die gingen teilweise ziemlich früh ins, ja, Gänsefüßchen Bett, sag ich mal, oder halt früh schlafen,
Boah, das fand ich jetzt persönlich nicht ganz so cool, weil wenn ich rausgehe, dann will ich was erleben. Ich weiß gar nicht, da habe ich, ich könnte gar nicht da jetzt, was weiß ich, 8 oder 10 Stunden durchschlafen. Da würde mir echt was fehlen. Das kann ich zu Hause im Bett machen, ganz ehrlich. Ich will richtig was, wenn dann erleben, auch in der Nacht noch am Lagerfeuer stehen oder auch die Tiere hören. Ja, dieses Walderlebnis quasi einfach haben, das war so richtig geil. Also vielleicht darf ich mal ganz kurz die Story so ein bisschen erzählen, gerade bei dem Treffen.